Hallo, hier ist Daniel für Geeks Live Luxemburg und ich habe jetzt einen Interviewpartner, wo ich schon ein bisschen länger verfolge über Facebook und du bist der? Ruffys Fotografie. Und was fotografierst du so? Nur Cosplayerinnen oder Cons oder auch noch andere Sachen? Ich fotografiere auch Models aus dem Fashion-Bereich, aber überwiegend Cosplay und ich will auch über die Cosplay-Szene bekannt werden. Wie bist du zum Fotografieren gekommen? Bist du ein kleiner Bub gewesen, hast gesagt, das will ich jetzt machen, weil die Blume mir gefallen hat, der Horizont? Oder bist du etwas älter geworden, hast gesagt, okay, ich will eher malen, aber malen ist nicht mein Stil, ich fotografiere? Also ich habe angefangen mit Musik machen. Ja. Ich habe eine ganze Zeit lang Deutschrap gemacht und habe mich dann immer mehr mit Videodrehen beschäftigt. Und darüber bin ich dann zu einer Kamera gekommen. Und dann habe ich einen guten Freund kennengelernt, der mir die Kamera komplett erklärt hat und wie man fotografiert. Und der hat mir halt alles beigebracht. Und so habe ich dann immer mehr Spaß gehabt an der Fotografie und habe dann komplett mit Musik aufgehört. Das ist ein bisschen komisch, würde ich sagen. Von Deutschrap zum Fotografieren. Wenn man ehrlich ist, richtig profitabel ist das ja ganz nicht. Weder das eine noch das andere. Aber man macht es ja nicht aus dem Profit, man macht es aus Spaß. Ja. Nimmt man gerne viele Kilometer da in Kauf oder sagt man so, nur ein Radius von 200, 300 Kilometern oder würde man auch weiterfahren? Also ich bin auch schon weitergefahren. Bis jetzt sind noch keine Grenzen gesetzt, außer Berlin und Hamburg. Das ist mir noch zu weit. Aber irgendwie finde ich da auch noch eine Lösung, weil ich viele Anfragen von Berlin und Hamburg habe. Okay. Du hast, wie gesagt, schon hauptsächlich Cosplayerinnen, wo ich dich immer kenne, wo ich dich sehe. Das ist auch noch diese sag den Namen. Ashitsu Igawa. Ihr seid ja auch relativ oft auf Cons zusammen. Ich habe auch ein Livestream von ihr gesehen, wie du sie geneckt hast und sie hat dich geneckt. Ich habe schon ein Interview mit ihr gemacht, deswegen kennst du die Background-Story, aber kannst du mir erzählen, wie seid ihr eben zueinander gekommen, dass ihr immer auf Cons zusammengeht, respektive, dass du sie immer wieder ablischen kannst? Okay, also kennengelernt habe ich Ashitsu bei einem Shooting von einer anderen Cosplayerin. Sie war als Assistentin dabei und habe sie dann zu mir eingeladen für auch zu fotografieren und so ist dann aus der Fotografie eine Freundschaft geworden. Heute sind wir gute Freunde und sie wohnt ja nicht weit von mir weg. Deswegen ergibt es sich, dass wir halt überall zusammen jetzt hinfahren. Okay, immer wenn du auf eine Con bist, machst du ja immer so kleine Livestreams davor, zwischendurch und meist auch noch zum Schluss. Wie bist du auf die Idee gekommen, das über Facebook zu machen und ist das relativ schwierig für Leute, die das noch nicht gemacht haben oder ist das relativ einfach? Also als die Funktion rausgekommen ist bei Facebook, hat die neue Funktion mich interessiert. Habe mir vorher Livestreams angeschaut von anderen Cosplayern oder Fotografen und habe dann gedacht, ich könnte das ja auch mal machen und mittlerweile ist das eigentlich cool. Okay, wenn man dich noch irgendwie erreichen will oder ansprechen für Fotos zu machen, wie kann man das machen, außer auf einer Con, Facebook, haben wir ja schon gesagt, eventuell vielleicht YouTube-Channel, wo du was ausstellst oder vielleicht noch eine eigene Homepage? Ich bin an einer Homepage dran, sie ist immer noch nicht fertig. Am besten erreicht man mich über Facebook oder E-Mail. ruffy1@icloud.com. Vielleicht kannst du das einblenden. Das werden wir genau hier einblenden. Da. Ich danke dir für das Interview. Es hat mir Spaß gemacht und schönen Tag noch. Tschüss. I'm not your fucking test.